du möchtest auch nach Japan kommen und ist das genau das richtige Video für dich. Weil ich möchte heute darauf eingehen, was man gerade so braucht, um nach Japan zu kommen, wie lange man da bleiben kann und nachher möchte ich nur auf das Working Holiday Visum eingehen, mit dem ich gerade in Japan bin und was da alles so dazugehört. Aber jetzt erstmal. So, wichtig vorerst darauf einzugehen ist, dass es gerade Ende Oktober 2022, das heißt, das kann sich natürlich in den nächsten Jahren ändern, aber ich schätze, dass trotzdem Großteil der Informationen recht relevant bleibt. Gut, so, also was braucht man, um grundsätzlich nach Japan zu kommen? Luckily eigentlich so gut wie gar nichts, also du brauchst kein Visum, du kannst bis zu 3 Monate bleiben, ohne irgendwas weiteres. Wichtig ist gerade nur wegen Corona bei der Einreise, dass du entweder 3-mal geimpft bist oder dass du vorher einen PCR-Test machst und da gibt es gerade eine MySOS-App, um das quasi zu bestätigen. Das ist ja quasi eine App, die du runterlädst, dann lädst du deine Impfzertifikate hoch, dann schauen sie beim Flughafen einfach nur den QR-Code von der App an und dann ist alles tipptopp. Aber das möchten sie irgendwie Mitte November ändern, habe ich mitgekriegt so bei der Recherche. Aber genau, ich verlinke euch das unten, dann könnt ihr schauen, was halt Stand jetzt ist. Genau, aber sonst wichtig, oder gut zu wissen ist, man kann bis zu 6 Monate bleiben sogar, wo man binnen der 3 Monate in Japan quasi so eine Anfrage macht zur Verlängerung. Das darf man da ohne Probleme gehen, da muss man glaube ich einfach nur zum Amt gehen und tipptopp. Aber da ich das selber nicht gemacht habe, habe ich da nicht viel weitere Informationen dazu. Ich verlinke euch aber was dazu in der Beschreibung. Aber jetzt nicht gleich ausschalten, sondern es gibt nachher, nachdem wir jetzt über das Working Holiday Visum reden, also ein paar Reisetipps, die natürlich auch für eine kürzere Reise relevant sind. Aber wie gesagt, jetzt mal zum Working Holiday Visum. Das ist ein Visum, mit dem man bis zu 1 Jahr in Japan bleiben kann und dort ein volles Arbeitsrecht hat, was ziemlich mächtig ist, weil mit einem normalen Urlaubsvisum oder halt keinem Visum darfst du nicht arbeiten da, sondern darfst halt nur rumreisen und chillen, basically. Genau, das ist halt das Coole am Working Holiday Visum, dass du da arbeiten kannst und trotzdem Holiday machen. Und eine Grundvoraussetzung von dem Visum ist, dass du wirklich nicht nur arbeiten willst, weil dann war Arbeitsvisum obviously das Richtige. Genau, war zu den Grundvoraussetzungen, das hätte ich jetzt da eingeblendet. Genau, da steht aber grundsätzlich drin, kurz zusammengefasst, man muss unter 30 sein und über 18, also die Spanne hat man darf es noch einmal im Leben kriegen. Und ja, man muss österreichischer Staatsbürger sein. Das ist halt irgendwie auch obvious, wenn man so in Österreich beantragt. Und ja, man muss genug finanzielle Mittel haben, dass man sich basically den Flug zurückkauft. Sie wollen halt nicht, dass irgendwer in dem Land dann gefangen ist und halt sagt, oh, ich muss nur länger bleiben, ich hab kein Geld. Was halt, ja, auch irgendwo logisch ist. Genau, jetzt kommen wir zu den Dokumenten. Das sind jetzt auch wieder da aufgelistet. Da sind 3 spannende dabei, weil hackeln wir es kurz ab miteinander. Also ein Reisepass hat jeder österreichische Staatsbürger. Dann ein Passfoto kannst du gar irgendwo machen lassen, in irgendeiner Fotokabine oder im Hardler oder so. Also es geht auch easy. Dann das dritte da jetzt ist, dass man genug finanzielle Mittel hat. Das habe ich vorher schon gesagt, man braucht halt genug Geld, dass man sich einen Flug zurückleistet. Ich habe da bei der Botschaft nachgefragt, sie haben gesagt, 5.000 ist völlig ausreichend. Also ich glaube, wenn man 4.000 oder 3.000 im Konto hat, geht das auch easy. Und da muss man einfach einen Kontoauszug hinschicken, also das habe ich abgeben, einfach ein weißer Zettel, wo so meine Kontodaten und das oben steht, das habe ich mir bei MyElba, also online einfach das PDF ausgedruckt und das hat ausgereicht, also auch keine Sorge, das ist auch nicht so tragisch. Dann auch noch einfach ist der Lebenslauf, du kannst dann auf deinen eigenen Lebenslauf übertragen in das Formular, was da auf der Website zum Downloaden gibt. Ist auch nicht viel weiteres dazu zu sagen. Das nächste ist noch das Antragsformular, das ist das erste, was so ein wenig spannend ist. Da tragt man aber eigentlich auch recht logischerweise einfach seine Daten ein. Das einzig Spannende ist so der Guarantor or Reference Person in Japan. Genau, und da muss man halt irgendeine japanische Person finden, die man da eintragen kann, die sich da von einem eintragen lässt. Das ist bei mir recht einfach gegangen, weil ich beim den Lehrer von der also den Skischulleiter genommen habe, bei der Skischule, wo ich zum Arbeiten anfange im Dezember. Genau, aber da kann man glaube ich einfach jeden nehmen und die Person würde nicht direkt kontaktieren. Es geht nur darum, dass sie quasi irgendeinen haben, den sie dir zuordnen können. Aber falls ihr keinen habt, könnt ihr einfach bei der Botschaft anrufen und fragen, was man da tut. Da findet sie bestimmt eine Lösung und genau wie gesagt, bei der Botschaft kann man jederzeit anrufen, die geben da Auskunft und dafür sind sie da, also auch keine Scheu, das zu machen.
Genau, und sonst bei anderen etwaigen Fragen, das ist gleich mal gesagt, das könnt ihr gern mir jederzeit schreiben, entweder auf Instagram oder da in die Kommentare. Ich helfe da gern weiter. Genau, aber das nächste ist dann die geplanten Aktivitäten. Da tragst du einfach ein wenig grob ein, was du machen wirst in den Monaten, also so in welcher Region du bist und was du vorhast zu machen. Ist auch nicht so genau und da wird auch keiner prüfen, ob du das machst, also kannst du prinzipiell auch einschreiben, was du jetzt hast. Genau. Ein Dokument habe ich vergessen, nämlich sie wollen, dass du entweder unterschreibst, dass du bei der Krankenversicherung in Japan teilnimmst, das sind so 15 Euro im Monat, das ist wahrscheinlich auch die billigste Krankenversicherung, die du findest, oder eben eine Auslandskrankenversicherung abschließt und halt eine Kopie von der Bestätigung mit den Dokumenten abgibst. Ich habe mich da dafür entschieden, dass ich eine Auslandskrankenversicherung mache, weil ich halt somit eine Unfallhaftpflichtversicherung dabei habe und weil ich mir nicht ganz sicher war, wie das dann in Japan funktioniert. Da habe ich ein bisschen Angst und Bange davor gehabt. Aber inzwischen habe ich herausgefunden, das geht eigentlich recht einfach. Wenn du registrierst, kannst du einfach den Wisch unterschreiben und kannst es einfach bei einem Supermarkt bezahlen jeden Monat. Also es geht auch ganz einfach. Genau, das ist wahrscheinlich die billigste Variante, um an eine Krankenversicherung zu kommen, das einfach den Trick in Japan zu machen. Tatsächlich nur was vergessen zu der schriftlichen Begründung, die man da zu guter Letzt sagt. Da geht es darum, dass man kurz in ein paar Sätzen schreibt, warum man das Visum möchte und warum man das Visum kriegen sollte. Genau, das Ganze war bei mir circa so halb der vier Seiten. Am liebsten haben sie es in Englisch, aber es gibt leider keine Beispiele dazu, aber ich blende euch kurz ein, was ich dazu geschrieben habe. Das war es eigentlich soweit zu den Dokumenten und die muss nachher nur ausdrucken, unterschreiben und per Hand abgeben bei der Botschaft. Da gibt man auch seinen Pass ab, was eine wichtige Info ist. Also du hast dann 2 Wochen, während du das prüfen, keinen Pass. Genau, halt auch gut zu wissen, weil ich habe das zum Beispiel nicht gewusst, aber ist auch nicht so tragisch, schätze jetzt für die meisten. Genau, aber das muss was. Und genau 2 Wochen später kriegst du im besten Fall eben den Pass zurück, mit dem Visum-Ding einwickt und ja, genau. Wichtig ist auch, dass man dafür einen Termin braucht zur Abgabe. Und wenn man jetzt von weiter her ist, also zum Beispiel wie ich noch in Oberösterreich gewohnt habe und mich da angefangen habe zu informieren, haben sie gesagt, ich kann Dokumente mal vorab zur Prüfung, ob alles passt, per E-Mail schicken. Und sie schicken mir dann zurück, ob das passt und ob ich kommen kann und so. Aber nachdem ich dann nicht nach Wien gezogen bin, bin ich einfach gegangen, weil es eh nicht da 20 Minuten waren. Genau. Ich glaube, das war es eigentlich soweit zum Working Holiday Visum. Da ist gar nicht so viel Zauberei dabei und geht eigentlich ganz easy. Es gibt eine andere Option, da ohne dass man es selber macht, nämlich es gibt so Organisationen, zum Beispiel bekannt ist da bei uns die IFS, die bietet einem da Hilfe. Also ich glaube, die gibt dann zum Beispiel auch die Reference Person, kriegst noch einfach eine zugewiesen und genau, die helfen aber dem Ganzen. Was aber für mich uninteressant war, weil die doch einiges dafür verlangen, dass sie ihm da helfen. Da zahlt man nämlich Stand jetzt 2.500 Euro dafür. Da ist aber der Flug dabei, der Hin- und Rückflug und 2 Wochen in Tokio in so einem Shared Room, also in so einem Stockbettzimmer mit anderen Leuten. Genau, und ja, das war es mir dann nicht wert. Da haben wir gedacht, wenn ich es selber organisiere, spare ich mir da auf jeden Fall einiges an Geld. Was ich im Endeffekt jetzt da habe und was auch keine Hexerei ist, was aber auch cool ist, was sie machen. Man muss nämlich in den ersten 14 Tagen, wenn man nach Japan kommt und eben für eine längere Zeit da ist, eben zum Beispiel so mit dem Visum, muss man sich registrieren beim Gemeindeamt, wie ich es so lustig in den letzten Videos genannt habe, aber halt beim City Ward, beim Ward Office. Und genau, das ist ein bisschen Sache, wenn man nicht so gut Japanisch kann und da oft Leute sind, die nicht so gut Englisch kennen, darum ist es ganz cool, dass die Organisation da eben an japanisch sprechende Personen geben, die einen da begleitet und die das mit einem macht. So, dann kommen wir also zu den Reisetipps. Da fangen wir bei den Impfungen an. Es gibt keine vorgeschriebenen Impfungen, das heißt, es gibt nichts, was jeder haben muss, also alles easy, aber es gibt empfohlene. Das ist einerseits die japanische Enzephalitis, das ist die japanische Gehirnentzündung. Die hat man jetzt keine so argen Gefahr, dass man kriegt, besonders wenn man nur in der Stadt unterwegs ist. Also die Empfohlenen sind generell eigentlich nur für Leute, die länger da sind und sie eben mal im nicht-urbanen Raum aufhalten, also irgendwie ländlich unterwegs sind oder halt auch Abhänger erkunden wollen. Ja, da ist wichtig zu wissen, da kostet eine Impfung um die 90 Euro pro Dosis. Man braucht 2 Dosen mit einem Monat Abstand dazwischen. Ja, so war es eigentlich zu der Enzephalitis.
Dann die nächste ist die Tollwut. Da braucht man 3 Impfungen mit von der ersten zur zweiten Ohrwochen Abstand und dann von der zweiten zur dritten nochmal 2 Wochen. Die kostet auch ähnlich viel Geld, also auch pro Impfung 80, 90 Euro, also ist schon viel Geld dahinter. Aber ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man lang unterwegs ist. Ja, genau, das war es eigentlich auch soweit zu den Impfungen. Dann möchte ich zu den Flügen kommen. Da gelten eigentlich auch die normalen Regeln, also es ist billiger, wenn man unter der Woche fliegt. Und es ist gut, wenn man es eher so 3 Monate, 4 Monate davor bucht, was ich jetzt im Internet rausgefunden habe. Und genau, und hat ein wenig vergleicht. Also es gibt ja diverse Vergleichsplattformen dazu. Genau, da findet ihr euch bestimmt was. Nur ein Tipp, den ich gekriegt habe, ist, was gut ist, dass man am Abend ankommt, also dass man schaut, dass man am Abend ankommt, weil dann kann man gleich schlafen gehen und kann jetzt ein wenig versuchen, den Schlafrhythmus-Aspekt vom Jetlag auszuhebeln, was auf jeden Fall ein guter Tipp war, was bei mir einigermaßen gut funktioniert hat, wie man in den letzten Videos sagt. Ja, aber sonst auch noch wichtig, wenn man nach Tokio fliegt, es gibt 2 Flughäfen in Tokio, also da einfach schauen, welcher näher bei der Unterkunft ist oder welcher auch günstiger ist anzufliegen. Genau, Narita und Haneda heißen die. Genau, das ist auch gut zu wissen. So, dann kommen wir noch zu den Hotels. Kann jetzt auch nur von Tokio sagen, also da ist einfach wichtig zu wissen, was da für Unterschiede gibt. Also es gibt einerseits so Shared Rooms, eben mit so Stockbetten, wo man mit mehreren anderen Leuten schläft. Dann andererseits so Standard-Hotels, wie man es aus dem Westen gewöhnt ist, aber die sind ziemlich teuer, würde ich behaupten. Dann eben so Kapselhotels, wo man halt quasi nur so einen Gang hat, wo ein Bett drin ist und das war's. Aber da gibt es auch Unterschiede, bei manchen hat man dann schon ein wenig einen Schreibtischplatz daneben. Das sind halt eher die günstigeren. Würde ich halt für einen langen Aufenthalt persönlich nicht so empfehlen, aber auch natürlich jedem sei es auch. Dann gibt es noch die Ryokans, das ist was, wo ich gerade bleibe, das sind eher so traditionelle, klassische japanische Hotels, wo man halt dann auf seinem Futon schläft, so Tatami-Matten im Zimmer hat und meistens oder eigentlich immer so japanisches Bad hat, das ist quasi einfach so eine Badewanne, die immer heiß ist, was aber für alle Leute ist quasi und je nach Größe und Teuerheit des Ryokans gibt es halt dann mehrere oder bessere davon. Ich habe da das allergünstigste vom günstigsten genommen. Aber es ist trotzdem sehr cool, um einfach ein wenig einem japanischen Vibe zu sein und ich mag Futons generell sehr gern. Und ja, genau, kann ich empfehlen. Aber was ich tatsächlich nur mehr empfehlen kann, was ich halt jetzt schon von vielen Leuten gehört habe, dass sehen sowas wohnen, sind so Shared Houses, wo es quasi sozusagen ein WG-Zimmer mietest und halt dann auch deine Küche hast und so, dass du mit anderen Leuten teilst, aber du hast dein eigenes Zimmer. Und das ist halt besonders für lange Aufenthalte, glaube ich, sehr empfehlenswert, weil du doch selber kochen kannst, du hast deine Privatsphäre, du machst so deinen eigenen Scheiß. Und ja, bei mir ist jetzt schon so, dass der sich immer gefreut, wenn ich weggehe, dass ich endlich das Zimmer machen kann, weil ich halt doch jetzt nicht so viel Bock habe, jetzt um 7 Uhr in der Früh jetzt immer loszustarten, sondern meistens irgendwie erst zum Mittag weggehe. Und er würde aber gern vormittags sein Stuff machen. Und ja, ist halt auch was mich irgendwo stresst, aber halt halb so wild ist. Genau. Gut, das war es eigentlich auch zu den Reisetipps. Also ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Falls es irgendwelche Fragen noch gibt, wie gesagt, könnt ihr einfach in die Kommentare oder auf Instagram schreiben. Hab mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss! Du möchtest auch nach Japan kommen, dann ist das genau das richtige Video für dich. Weil ich möchte in deinem Weil ich möchte heute darauf eingehen. Ja. Gut. Ich muss anfangen, meine Notes vielleicht besser zu strukturieren. Ich habe Hunger und ich habe Durst. Darum werde ich jetzt erstmal einen Schluck trinken. Kacken muss ja. Hilarious.